In der Schweiz werden immer mehr schottische Hochlandrinder gehalten, weil viele Bauern ihre Eigenschaft als Weidpfleger schätzen. Mittlerweile sind sie eine der häufigsten Robustrinderrassen in der Schweiz. In diesem Film zeigt uns Barbara Brabant vom Rüthihof, wie sie und ihre schottischen Hochlandrinder die Weide hier pflegen. Mein Mann, der Albert und ich, wir bewirtschaften einen Biobetrieb im Berner Oberland mit schottischen Hochlandrindern. Hochlandrinder haben wir seit 1995 und unsere Herde umfasst im Moment ca. 100 Tiere. Wieso dass wir uns dann zumal für schottische Hochlandrinder entschieden haben, ist eigentlich kurz und knapp Liebe auf den ersten Blick. Wir haben daheim ziemlich viel Grünland, das wir nicht maschinell bearbeiten. Und dazu haben wir zwei Alpen gepachtet im Gantrisch-Gurnigl-Gebiet. Was natürlich einen grossen Teil bei uns ausmacht, ist die Direktvermarktung des sehr feinen Hochlandrinderfleisch. Hochlandrinder sind typische Robustrinder. Das heisst, sie sind wenig krankheitsanfällig. In der Folge sind Tierarztkosten tief. Sie werden normalerweise als Mutterkühe gehalten und sie haben sehr gute Muttereigenschaften. Sie haben über 99% Lichtgeburten und sie sind spätreif. Sie wachsen langsam, das heisst, auch der Output ist relativ gering. Auf der anderen Seite sind Hochlandrinder sehr anspruchslos als Futter. Sie kommen da mit einer schlechten Futterqualität gut zurecht. In einer Studie haben wir noch mehr interessante Eigenschaften von den Hochlandrindern herausgefunden. Wir haben verschiedene Rinderrassen verglichen, die unterschiedlich produktiv sind und haben die Tiere gewogen, wir haben Klauen vermessen, wir haben ihnen ein GPS-Gerät angelegt, um zu schauen, wie sie sich bewegen und haben dann herausgefunden, dass die Hochlandrinder sich von anderen Rinderrassen unterscheiden. Hochlandrinder sind deutlich leichter wie andere Rinderrassen, aber dafür haben sie grosse Klauen im Verhältnis zum Körpergewicht. Und durch das ist die Trittbelastung auf dem Boden viel geringer. Trittschäden kennen wir eigentlich nicht. Und wenn es noch an einem Ort bei uns Trittschäden hat, ist es von früher. Hochlandrinder bewegen sich sehr gleichmäßig. Sie nutzen die Fläche auf der Weide sehr gleichmäßig. Und durch das verteilen sie die Trittbelastung über die ganze Weide. Sie gehen überall her. Sie sind sehr, sehr geländegängig. Es gibt weniger Trittstellen, weniger offenen Boden und durch das auch weniger Erosion. Das heisst, Hochlandrinder sind auch für steiles Gelände geeignet oder für besonders feuchte Standorte. Wir haben die unterschiedlichen Rinderrassen auch beim Fressen beobachtet und haben herausgefunden, dass die Hochlandrinder besonders gleichmäßig fressen. Durch das können sich die Problempflanzen viel weniger ausbreiten. Verbuschung wird deutlich verlangsamt auf den Hochlandrinderweiden. Sträucher, die man nicht unbedingt möchte. Es war schon anfangs hier, hat man viel mehr Verbuschung gehabt. Aber das konnte man jetzt zurückdrängen mit den Schotten. Aber sonst so Problempflanzen kennen wir eigentlich nicht. Wir haben fast keine Placken hier. Auf Hochlandrinderweiden wachsen weniger Problempflanzen und weniger Trittzeiger und so bleibt mehr Platz für empfindlichere andere Arten. Und darum ist die Artenvielfalt auf den Hochlandrinderweiden im Durchschnitt größer als auf Weiden, die von produktiveren Rindern beweidet werden. Die Haltung von Hochlandrindern kann man jedem empfehlen, der viel extensive Flächen muss bewirtschaften muss und der Freude an der Direktvermarktung hat. Man muss nicht zwangsläufig den ganzen Tierbestand umstellen. Man kann auch seine Herde durch ein paar Hochlandrinder ergänzen und die dann gezielt zur Weidepflege einsetzen. Außerdem fehlen durch viele Betriebe, die recht intensive Tiere halten, Abnehmer im Winter für das Heu von den Ökoflächen. Und wenn man ein paar Hochlandrinder hat, kann man das Heu auch effizient nutzen. Die oder keine anderen. Und das ist noch heute so. Mein Mann hat gerade erst vor einem Tag oder zwei gesagt, noch nie hat er es bereut, diese Tiere zu suchen zu haben. Und ich liebe sie eh auch heiss.